Willkommen zurück zu Pokémon XD, der dunkle Sturm. Ja, Freunde, jetzt hoffen wir mal, dass es in Areal 5 ein bisschen mehr zur Sache geht. Denn alles, was wir bisher gesehen haben, war auch wirklich ein schlechter Witz. Vielleicht machen wir auch noch sogar das 6. Areal dann. Aber dann machen wir wirklich den Cut. Weil dann machen wir im nächsten Part endlich Colosseum Oral. Natürlich vom 5. Areal aus möchte ich kämpfen. Das andere war doch alles Kindergarten. Ich verstehe, du möchtest nur Areal 5 ausstarten. Aber wird dich dorthin bringen? Aber dann bring mich doch da mal hin. Aber setz Teleport ein. Ja, ich glaube, so zwei Pokémon so haben mal einen Angriff weggesteckt. Im letzten Part. Mal gucken. Jetzt steckt wahrscheinlich jedes Pokémon einen Hit weg. Ich bin gespannt. Wenn deine Pokémon nicht anständig aufgezogen worden sind, dann wirst du es nicht so einfach durch Areal 5 schaffen. Anständig ist in meinem Pokémon nicht. Ich meine, ich habe ein Krypto-Pokémon. Kryptolugia. Victor. Georock und Lombrerox. Georock. Haha, Georock. So ein schlechtes Pokémon. So viel hier versprechen und... Uah. Grauenvoll, Level 42. Eieiei, okay. Hm. Das heißt, wir werden jetzt immer Erdbeben verwenden. Fick dich! Ja, das ist natürlich scheiße. Ja, es wird definitiv schwieriger. Aber vielleicht machen wir auch nur Areal 5 in diesem Part, je nachdem. Ne? Sehr effektiv. Und wer überlebt es trotzdem nicht? Ich meine trotzdem nicht wegen der hohen Verteidigungswerte. Ich habe gedacht, dass das wenigstens überlebt. Der Schaden wird ja auch aufgeteilt. Naja. Hohe Verteidigungswerte. Trotzdem das Erdbeben nicht überlebt. Also 20 Level höher, ne? Trotzdem, Mann. Was kannst du eigentlich hier, Bro? Lombrera. Kann nur nerven mit Mogelhieb, Mann. Geh weg, Mann. Ich will dich nie wieder sehen. Nie wieder. Gut gekämpft. Du verstehst das Pokémon zu trainieren. Es ist schön, Pokémon aufzuziehen und dabei ihre Fähigkeiten, Typen und so weiter im Auge zu haben. Du. Oh, Mann, zwei. Es ist nicht wesentlich, wie streng ein Pokémon aufgezogen wurde, meine Dekoro. Soll eine Tour aus Scharbolzen. Mine. Aber wer wird denn hier gleich eine Mine verziehen, Mine? Oh Gott. Was? Wo ist denn dein Dekoro? Duflon Arianos. Dekoro sieht anders aus und schreibt sich auch anders. Ah, drittes Pokémon, alles klar. Das ist ganz gut zu wissen. Nein, das wollte ich nicht, Mann. Ah! Das ist ganz gut zu wissen, denn dann wissen wir, dass das dritte Pokémon Eneko ist. Oh mein Gott. Ich wollte Erdbeben machen, Leute, aber sonst wurde es rüber geflutscht. Na, ja, was soll's. Aber ja, wie gesagt, das wird auch ein bisschen länger jetzt dauern, weil nicht jedes Pokémon mehr One-Hit ist. Eneko. Eneko passiert gleich einen Durchbruch, habe ich gehört. Oh Gott, Eisenabwehr so unnötig. Na egal. Nachtnebel. Na, macht 42 Damage. Damit kann ich leben. Ist doch gar nichts. Überreste. Und mal 10 wieder geheilt. Ich liebe es, Lugia mit Überresten zu spielen. Goodbye. My friends. Vielleicht reicht das sogar schon. Ich weiß nicht, wie heftig Eneko das jetzt wegsteckt. Das werden wir jetzt sehen. Ja, das dachte ich mir. Hey, dann können wir hier ja sogar ganz gut leveln. Ich habe ja auch sonst immer in den anderen Kolosseum gelevelt, wo 40er Pokémon einen angegriffen haben. Das ist ja cool. Ich werde schwach in den Knie, wenn ich verliere. Dann verliere doch einfach nicht. Ich sollte besser ein bisschen mehr trainieren.
nicht, dass es so ist wie der letzte. Das Lustige ist, der letzte Arealleiter hatte nur Frauen. Aber gut, die sind schon zwei Männer jetzt, ne? Aber ich meine nur, es war echt interessant. Hat er auch noch explizit betont. Ich habe nur Frauen in meinem Areal. Das war einer, ey. Richtige Macho. Weil die Pokémon sind charakterlich vollkommen ausgeglichen. Glaube ich dir nicht. Denn du bist ein Seemann. Er hatte aber gar keine Wasser-Pokémon, er hatte wohl recht. Vollkommen ausgeglichen, sagt der Typ, der zwei Flug-Pokémon hat. Eigentlich sind beide vom Typ Flug. Eine zwei Käferflüge, eine Pflanzflüge, aber trotzdem. Oh. Das heißt, Erdbeben bringt jetzt nichts. Ich hasse das. Erdbeben nichts bringt. Und er hat vier Pokémon. Ja, ich glaube, wir machen nur Areal 5, Leute, in diesem Part. Ja. Finde ich sowieso besser, weil da haben wir wieder die Hälfte des Duellbergs. Ja, nur Areal 5, Leute. Weil, guck mal, wir machen überhaupt keinen Schaden mehr. Das war zu erwarten. Was ist irgendwann so passiert? Komm, Angriffswertsteigerung. Bitte, 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 bitte. Das ist so cool. Capoeira. Wisst ihr was? Wir machen Kryptostrahl auf Ledia. Kein Bock auf den Scheiß hier. Er wird ja einen Kryptosturm nochmal überleben. Machen wir hier. Ah, wobei, wenn er weg ist, können wir auch ein Erdbeben machen. Ja. Treffen wir beide. One-Hitten können wir Capoeira sowieso nicht. Immer wieder Zeit für Level-Up. Das ist der 10 hier. Immer wirklich wieder Zeit. Kann nicht alles sagen, ne? Ja, Erdbeben. Ordentlich. Boah, der ist über fast one-hitted worden. 20 Level höher, halt, ne? Let's go. Endlich mal vernünftige Kämpfe hier. 24-7 One-Hits. Das ist auch noch kein Challenge hier. Bisschen interessanter als der andere Murks vorher. Oh, Weimar. Die Weimarer Republik. Du hast mich niedergestreckt. Weil die Pokémon sind charakterlich ausdienlich, aber dennoch. Das ist halt scheinbar nicht alles, ne? Konzentrator und Steinhaupt zwingen alle Pokémon in die Knie. Was ist das für eine Kombo? Sagt mir jetzt nichts. Wenn wir jetzt herausfinden, scheinbar. Die Fähigkeiten nicht auswendig, was die bewirkt. Könnt ihr mir gerne in den Kommentar schreiben, was ist Konzentrator, was ist Steinhaupt. Let's go. Deswegen habe ich Erdbeben gemacht. Oh, der ist schneller. Oh mein Gott. Fällt auf Verhöhne rein, na und? Das sind alles schneller? Oh, Stoll, das ist ein langsames Stück Scheiße. Lässt sie outspeeden von 42er Pokémon, ey. Na, immerhin kann er killen. Nicht effektiv, na und? Hätte ich den gefragt, reicht trotzdem. Immer noch kein Level Up, was ist das? Das habe ich doch verpasst. Drasche. Oh, loslegen hier. Kryptostrahl und Metallklau. Irgendein Metallmantel, den ich hier gegeben habe. Drasche ist ziemlich tanky. Hält ordentlich was aus. Aber hält auch das aus.
Ah, du bist eine harte Nuss. Und das ist mir sehr wohl ein Genuss. Vielleicht sollte ich mein Training nochmal von vorn beginnen. Ja, mit Level 1er Pokémon bitte. Ich werde dich mit meinen starken Wiesen über Statik ins Wanken bringen. Luck Ass. Alles klar. Glücksarsch ist der Herausforderer. Oh, ein Reißschuh. Ich rieche eine Schwäche gegenüber Erdbeben. Machen wir mal eine kleine Planänderung, würde ich sagen. Machen wir einen Kryptostrahl auf Planers. Erdbeben. Auf der anderen Klumbatsch hier. Take this, Planers. Nicht mal Tangolist, Mann. Ist kein Blattstein hier geholt? Oh, nö. Ja. Na toll. Da geht mein Plan hin. Na, es trifft aber trotzdem. Alles gut. Wollte gerade sagen. Wenn es paralysiert ist und nicht angreifen kann, dann wären wahrscheinlich noch zwei weitere Runden. Schlimmste Fall. Aber es ging ja zum Glück alles gut. Gleich Level 63, dann mein höchst geleveltes Pokémon. Es ist so gemein, von dir zu gewinnen. Planas ist doch so super süß. Nicht? Warum wird ihm immer Hinterlist unterstellt? Ich doch nicht. Planas fragen. Guck mal in dein Portemonnaie. Ach ja, da ist nichts mehr drin. Frag mal Planas, wo das Geld geblieben ist. Lass uns mit dem Kampf beginnen. Marine. Marine the Fox. Moin, was ist Maskerie? Das ist natürlich blöd, da können wir jetzt nicht richtig Erdbeben machen. Dann machen wir eine Planänderung. Das ist nie effektiv, aber Metallklau wäre auch nie effektiv gewesen, glaube ich. Na fuck, ey, das wird ein blöder Kampf. Der wird schwer. Der wird schwer, der Kampf. Das kann ich jetzt schon sagen. Amnesie. Ja, deine Spezialverteidigung ist eh egal. Erdbeben trifft dich gleich. Ich spekuliere jetzt, dass kein Flug-Pokémon kommt. Kryptosturm, Erdbeben. Der Maskering ist auf jeden Fall Geschichte. Sehr gut, dass Mugia ihn ausbietet. Was eine Agilität. Das ist nicht scheinbar eine Amnesie, das ist so wenig der Match macht. Mal gucken, was das Erdbeben gleich sagt. Erdbeben, was geben? Sehr gut gegen Mugi, by the way. Sehr effektiv, sollte ihn one-hitten können. Jetzt müssen wir nur den Warlord vermischen. Oh, ein Volltreffer und das war's. Geil. Bisschen Lack gehabt. Das wird so super reichen. Ja. Weil sein Jungblut nicht mal zum Logok macht, muss man die Konsequenzen rechnen, Leute. So einfach ist das. 63 Mann für Stollers. Sehr schön. Verteidigung plus 4. Ja, moi! Spezialverteidigung nur 110, aber Verteidigung insane. Risikotackle. Nope. Das brauchen wir nicht. Wir zählen hier Level 57. Auch bei ihm gibt es ein Level-Up. Super geil. Level 60 ist, sollte man die EPT alle erstmal einen Voraus geben. Der eben halt noch auf 54 ist. Puh, ganz schön gut. Ich habe verloren. So, haben wir auch ein bisschen Luck gehabt. Die Crit. Gut gemacht, Kleiner. Immer höher. Gut, dass du freiwillig trainierst. Lass uns anfangen. Dealer. Dealer. Drogendealer.
Mogelbaum und Krakelo. Alles klar. Das gibt ein Erdbeben, aber sowas von ein Erdbeben. Das fange ich auch schon wieder an wie Luzilla, damit aber sowas von. Oh, ein Volltreffer, wie unglücklich. Oh, wie schade. Na, du fühlst dich sicher, ne, Kakelo? Das Erdbeben wird gleich regeln. Für Türkrok wird es allerdings nicht reichen, nehme ich an. Doch! Ah. Weil es nicht Invergator ist, das ist das Problem. Die haben noch einen Punkt. Kielia. Ich habe schon mal einen Trainer gehabt, der nur Kielia hatte. Das war lächerlich. Was soll's? Nice. Das habe ich erwartet. Hast du? Zwei Hellseherin. War zu erwarten. Du warst stark genug, bis hierher zu kommen. Ja, aber du scheinbar auch. Sonst wärst du nicht hier auf Nummer 47. Was ist das für einer? Ich bin so ein Matrose. Oh, du bist mein jüngster Herausforderer. Na und? Heißt das was? Nein. Maschok und Iglava. Oh, da freue ich mich aber aufs Erdbeben. Den gravierende Folgen haben. Das Iglava. Wäre ich Photoshop, Maschok mal und dann Erdbeben. Meiner Auffassung nach sinnvoller. Das Maschok nicht komplett rausnehmen. Ha, so, ja, Erdbeben. Tschüss, Mann. Die baden, Maschok. Das reicht sowieso. Seejong. Oh, das hätte auch schon mal reisen sein können, oder nicht? Na, whatever. Selbst Seejong ist ziemlich tanky. Aber zu langsam. Er ist letzter da gewesen, deswegen kommt er nicht mehr zum Zuge. Clemens ist besiegt. Anscheinend hat die Größe des Trainers nichts mit seinen Können zu tun. Ja, ach. Vorletzter Gegner vom Boss dieses Areals. Das Training ist effektiver, wenn man gegen alle Pokémon-Typen kämpft. Bedeutet, du hast alle Pokémon, Alola. Nee, der ist Luftikus. Wahrscheinlich nur Vögel. Nö, Quatsch. Das hat überhaupt nichts hier zu sagen. Im Duellberg. Merk ich schon. Weimar. Da brauchen wir kein RP machen gegen Town Fugil, denn das wird nicht funktionieren. Na, oh, erstmal den Traumfugil weg. Lass mal den Weimar da erstmal stehen. Lass mal den Weimar Weimar sein. Das war sogar One-Hit. Hätte ich ja doch Erdbeben machen können. Habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Aber okay. Macht ja nichts. Lorblatt. Hätte sowieso ein Erdbeben ausgehalten, to be honest. Boah! Das hat reingehauen. Oh nö. Das war's mit Stolos. Oh, von Tränen ist stark.
zweimal schwach und natürlich Levelunterschied, aber trotzdem, ich dachte eigentlich. Bei der geringen Spezialverteidigung, das ist auch so recht. Verdrehen ist halt stärker, wenn die volle Energie haben und er hat volle Energie. Das war's, was mir Sorgen gemacht hat. Naja, was soll's. Aber der Weimar überlebt das sogar auch noch, die Metallklaue, als die effektiv ist, ja. War ich ein bisschen cocky. Der hätte Erdbeben machen sollen, Mann. Nee, überlebt's aber gar nicht. Okay, Metallmantel sei Dank. Du bist schon sehr stark. Du brauchst kein Training. Tatsächlich kämpfst du gegen Areal, Alter, lass dich nie unterkriegen. Was ist das für einer? Wenn du mich besiegst, geht es weiter mit Areal 6. Fangen wir an. Milva, was ist das für ein Name, ey? Milf ist das. Nein, das muss man. Zorbiris und Magnalien. Oh, Zorbiris, das ist nicht mal eine Schwäche, Mann. Na egal, einfach Krypto. Doch, er hat eine Schwäche, Krypto. Einfach Kryptosturm machen wieder. Kryptosturm Erdbeben. So fangen wir an. Boah, die hat sogar 5 Pokémon. Jesus Christ. Jetzt geht's aber los hier. Oh, Dance Game Heap. So ein Dreck. Ich hasse es. So overpowered, ey. Scheiß Mogel. Ich bin immer drüber auf. Lächerlich, Mann. Egal. Warum auf Stollers, Mann? Das macht dir doch nichts aus. Dieser hohen Verteidigung. So, die Neuen kriegen dann direkt das Erdbeben ins Face. Das ist natürlich nicht so stark wie sonst, weil der Bedroher gewirkt hat. Oh Gott, und dann wahrscheinlich noch Reptain, wa? Dann komm her, Reptain. Boah, das hat fast gereicht, Alter. Jungblut verlässt der Mut. Ja, Reptain, war klar. Reicht das? Oder reicht es nicht? Das reicht. Naja, auch dieser Arealleiter war eigentlich geschenkt. Waren es halt nur diese Trainer davor schwieriger, finde ich. Aber wären die alle voll entwickelt gewesen, wäre es Lurk, Zumpex und Gewaldro gewesen. Puh, das wäre schwer gewesen. Zu stark! Der Ach. Ja, bitteschön, das sind deine Pokepons. Lass sie in Areal 6 nicht unterkriegen. 8.50 Uhr jetzt. Und sich locker kann er lösen werden. Herzlichen Glückwunsch, du hast Areal 5 gemeistert. Welt, Anerkennung dafür, dass du es geschafft hast, Landdecken. TM39. TM39, das weiß ich, darauf scheiße ich. Das ist Felsgrab, das geht eigentlich. Das ist in Ordnung. Soll ich das Dings geben hier? Eigentlich schon, ne? Weil die Defensive zu erhöhen ist so Bullshit. Kann ich euch sagen.
Das ist totaler Bullshit. Weil seine Defensive eh schon gut ist. Ja. Gehen wir am Felsgrab. Fertig aus, Mickey Mouse. Steinattack haben wir sowieso noch nicht. Alles klar, aber dann bringe ich mal wieder hier raus aus dem Laden. Dann machen wir kurz die Karte und sehen uns im Pokelabor wieder. Bis gleich. So Leute, da wären wir. Dann lösen wir mal ruhig das Sichlor, warum nicht? Ich habe übrigens hier schon ein bisschen umsortiert. Na guck mal, Box 7 und 9 können auch fast sein, ist ja. Das ist eben nur fast, leider. Goddammit. Na egal. So, Sichlor muss in Box 2 rein. Ist das schon Box 2? Ja. Das ist schon Box 2. Sichlor erinnert sich an Klingensturm. Eigentlich eine schlechte Attacke, wie ich finde. Morgengrauen. Das Zwielicht muss hier raus, das gehört hier nicht rein. Da muss es sich läuen. Da machst du. Jetzt müssen wir das ein bisschen ummodellieren. Muss nicht auch die richtige Reihenfolge sein. Die Reihenfolge ist Quiekel, Vulpix, Sichlor. Quiekel, Vulpix, Sichlor. Die müssen vertauscht werden. Haha, und schon ist es komplett voll. Es muss immer so funktionieren, dass ja, dass die gegenseitig Schwäche haben. Ihr seht's, ne? Vulpix, Schwäche, Sichlor, Schwäche, ne? Und so weiter und so fort. Dann kann man das Tempo erhöhen. Ja, und so habe ich das halt bei anderen Foren auch gemacht. Das war das erste, was. Ne, die beiden sind die ersten, die richtig voll sind. Die anderen da muss noch ein bisschen was editiert werden, sag ich mal. So, hier können wir jetzt ja dann just for fun Arctus Reimer, warum nicht? Die brauchen wir halt nur alle. Sengu, Tauboga, sonst wird sie jetzt nicht. Ja, das brauchen wir nicht. Entoron brauchen wir sogar. Der braucht halt noch richtig viel, ne? Vielleicht sollen wir den mal mit Arctus tauschen. Hier ist Tempo ein bisschen schneller ist. Ja. Kikli brauchen wir noch. Nassgenäht. Dodri und. Oh, ne, Zapdos brauchen wir nicht. Ja gut, Freunde, dann würde ich sagen, Daumen hoch, falls es euch gefallen hat, falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. So, sehen wir uns wieder beim nächsten Mal, wenn ich offscreen gelevelt habe und wir Colosseum Aura anfangen werden. Oh ja. Oh ja. Also, bis dann und ciao. We'll be right back.